Ich erteile das Wort dem Kollegen Thomas Silberhorn für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der G8-Gipfel, der nun bevorsteht, ist der erste seit Beginn der Unruhen in der arabischen Welt. Es treffen sich 8 der weltweit führenden Wirtschaftsnationen. Der Kommissionspräsident ist dabei, der Ratspräsident. Wir haben die Chance, dass von diesem Gipfel ein starkes Signal ausgeht, dass wir die Demokratiebewegungen, die Freiheitsbestrebungen in den Ländern der arabischen Welt nachhaltig unterstützen. Nur, meine Damen und Herren, es ist noch bei weitem nicht absehbar, welche Entwicklung diese Länder nehmen werden, denn wir haben es mit ganz unterschiedlichen Szenarien zu tun. In Tunesien und in Ägypten sind die früheren Machthaber gestürzt. Es beginnt die Aufarbeitung dieser Vergangenheit, auch auf gerichtlichem Wege. Man versucht, demokratische Strukturen und rechtsstaatliche Verfahrensweisen zu etablieren. Es werden Fahrpläne aufgestellt für verfassungsgebende Versammlungen und Wahlen. Immerhin Anlass zur Hoffnung, aber wir müssen noch eine Menge tun, damit diese Entwicklung unumkehrbar wird. Andererseits in Ländern wie Libyen, in Syrien, im Jemen, in Bahrain stellen wir fest, dass die Machthaber mit roher Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vorgehen, untragbare Zustände. Und wir haben eine Reihe von Ländern, etwa in Jordanien, in Saudi-Arabien, dort ist es gelungen, mit politischen Zugeständnissen Proteste bislang zu vermeiden, eine Strategie, die Erfolg zu versprechen erscheint. Und die Machthaber müssen dort wohl keinen unmittelbaren Sturz befürchten, aber der Handlungsbedarf ist gleichwohl groß. Und meine Damen und Herren, in dieser Situation stellen wir fest, dass es eine sehr heterogene Entwicklung in diesen Staaten gibt, je nachdem, wie legitim die Herrschaftsformen sind, welche Rolle das Militär spielt und Ähnliches. Aber es gibt auch Aspekte, die doch sehr übereinstimmend diese Entwicklungen kennzeichnen, in der gesellschaftlichen wie in der wirtschaftlichen Sphäre. Volkswirtschaften, die international kaum wettbewerbsfähig sind, beispielsweise tätigt der Nahe Osten ohne die Ölexporte Geschäfte mit dem Ausland, der sich in etwa auf die Exporte der Schweiz belaufen. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, junge Bevölkerungen, denen es an wirtschaftlicher Perspektive mangelt, veraltete Bildungssysteme. Ich glaube, dass diese Defizite, die länderübergreifend vorhanden sind, jetzt für uns der Ansatzpunkt sein sollten, dort als allererstes Hilfe zu leisten. Die USA, auch die Europäische Union haben erste Schritte unternommen. Die Vereinigten Staaten mit einem Schuldenerlass für Ägypten von etwa 1 Milliarde Euro. Bei 190 Milliarden Schulden der Ägypter ist das zwar überschaubar, aber immerhin ist das nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Anerkennung für diese Oppositionsbewegung, für die Jugendbewegung, die den Wandel in diesem Land eingeleitet hat. Und wir haben als Europäische Union die Chance, die europäische Nachbarschaftspolitik endlich vom Kopf auf die Füße zu stellen. Denn, meine Damen und Herren, wir brauchen da keine Funktionärstreffen, in denen man keine Antenne entwickelt für das, was sich in den Gesellschaften vor Ort tut, sondern wir müssen bilateral den Kontakt so pflegen, dass wir mitbekommen, welche Entwicklungen stattfinden und wo wir wirklich helfen können. Wir brauchen maßgeschneiderte Lösungen in der europäischen Nachbarschaftspolitik und nicht diesen Instrumentenkasten, den man über jedes dieser Nachbarländer stülpt. Wir leisten enorme finanzielle Hilfe, aber das alleine wird nicht reichen, sondern wir brauchen den direkten Kontakt zur Bevölkerung. Und deswegen begrüße ich es, dass es nun gelingt, dass wir unter dem Stichwort Mobilitätspartnerschaft Reiseerleichterungen gewähren, Zugang zum Arbeitsmarkt gewähren, Beschäftigungsförderung betreiben, Berufsbildung nach unseren Erfahrungen exportieren. Das alles kann dazu beitragen, dass eine selbsttragende Entwicklung stattfindet, die auch demokratische Strukturen am Ende fördert. Nur, meine Damen und Herren, wir müssen sehr deutlich machen, dass wir jetzt auf der Seite der Freiheitsbewegungen stehen, dass wir Demokratie, Rechtsstaatlichkeit fördern wollen. Aber wir müssen auch zu sichtbaren Ergebnissen kommen, denn Demokratie wird nach meiner Einschätzung
nur dann eine Chance haben, wenn sie sich als handlungsfähig erweist, wenn deutlich wird, dass mit diesen neuen Strukturen tatsächlich die Probleme des Landes besser gelöst werden können, als das vorher der Fall war. Und deswegen müssen wir eben die Grundlage legen, auch für den wirtschaftlichen Erfolg in diesen Ländern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Nahostpolitik tut sich jetzt ein Fenster auf, das wir tunlichst nutzen sollten. Ich glaube, dass die Entwicklung in der arabischen Welt jetzt nicht als Vorwand für einen Stillstand im Friedensprozess genommen werden darf, sondern im Gegenteil, jetzt ganz konkrete Ergebnisse angestrebt werden sollten. Präsident Obama hat sich dazu bekannt, die Grenzen von 1967 als einen Ausgangspunkt für eine Friedenslösung zu nehmen. Er übernimmt damit den Standpunkt, den die Europäische Union seit langem vertritt. Aber es ist klar, dass Fragen des Gebietsaustausches das Ergebnis von Verhandlungen sein müssen, wie in anderen offenen Fragen auch, Sicherheitsgarantien für Israel, Rückkehr für Flüchtlinge. Wir sollten jetzt darauf dringen, dass ohne Vorbedingungen zügig Gespräche stattfinden und dass nicht durch einseitige Erklärungen mögliche Verhandlungen belastet werden. Das gilt sowohl für die Ausrufung eines palästinensischen Staates wie für den Ausbau der jüdischen Siedlungen. Ich glaube, dass es jetzt nicht klug wäre, auf Zeit zu spielen, sondern wir sollten den Umbruch in der arabischen Welt, der Auswirkungen haben wird, der die Gewichte in der Region verändern wird, den sollten wir nutzen, um auch zu einer gemeinsamen Friedenslösung zwischen Israel und den Palästinensern zu kommen. Diese jüngste Zusammenarbeit, das Versöhnungsabkommen zwischen Fatah und Hamas, sollte kein Hindernis sein oder als solches verstanden werden, sondern als eine Chance. Denn auch Israel hat bisher beklagt, dass es keinen Ansprechpartner gibt. Wenn sich das nun entwickelt, dann sollten die Hamas nicht isoliert werden. Aber es muss auch klar sein, dass wir Erwartungen an sie richten. Es ist eine Bringschuld der Hamas, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und sich von Radikalisierung und Extremismus loszusagen. Wenn uns das gelingt, dann in der Tat kann eine Zwei-Staaten-Lösung auf dem Verhandlungswege ein Hoffnungsschimmer sein. Und ich wünsche, dass auch der G8-Gipfel jetzt dazu ein Signal setzt, bei diesem Prozess voranzukommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.